So, herzlich willkommen zurück zu Sacred. Wir haben in der letzten Folge, in den letzten Folgen, den Schmied befreit, einen Prototyp seiner Waffe gesichert und einen Werwolf bzw. Wolfsaugen besorgt. Hier ist die fertige Quest der verschollene Schmied und in dieser Höhle ist eine Novizin gefangen. Oh, und hier sieht man, oh, Level Hakan der Grausame. Hakan. Das ist ja auch mal ein kreativer Name. Die Augen unversehrt? Kriegst meine Augen nicht. Oh, der ist Level 6. Wir sind gerade an Level 4. Das wird, oh, Gegner. Das wird nicht sehr leicht. Ich weiß auch nicht, ob wir zu einem späteren Zeitpunkt wiederkommen sollten. Wenn wir in der Lage sind, diesen Gegner einfach so zu besiegen. Weil ich würde sehr ungern sterben, weil das den gesamten Score hinterher versauen würde. Oh shit, der ging daneben. Perfekt. Verbesserte Schwingen für die Seraphie. Oh, und hier ist die... Kann ich die jetzt so befreien? Wir müssen den schwarzen Priester töten, um diesen magischen Käfig aufzulösen. Oder la Schnucki. Wenn du dafür mal schönes springen lässt. Aber ich werde hier erstmal alle Gegner in Hoffnung auf ein weiteres Level Up fertig machen. Eigentlich relativ leicht geht, finde ich. Ansonsten sehe ich jetzt keine Gegner mehr. Da ist keiner, hier ist keiner. Gut. Gucken wir mal, was wir bekommen haben. Wieder sortieren. Billige Armschienen. Schutz 12, Schutz 11. 8% auf Verteidigung, 7% auf Angriff. Magische Resistenz 9, Magische Resistenz 1. Ziehen wir die mal an. Hier, unser Anfangsstab, eine Axt. Pro Schlag eigenes Leben verlieren? Ist doch Schwachsinn. Ach, wisst ihr was? Ich versuch's einfach. Es wird schon schief gehen. Aber erstmal mal hier die Kisten plündern. Wenn wir sterben, verlieren wir Gold. Ich weiß nicht wie viel Prozent, aber wir verlieren ein bisschen was. Dabei haben wir 2500. So. Erst Aue des Geistes. Jetzt ganz schnell Reiki. Und die spirituelle Heilkraft. So. Oh, perfekt, Level up. Und... Oh, 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 shit. Nein, beweg dich. Ich brauche die Augen unversehrt. Das ist ja gar nicht... Sehr geschmeidig. Das ging ja. Und eine Rune gedroppt. Das ist ja sehr schön. Aber meinen Kampfkünsten ist auch kein Wunder. So, jetzt haben wir den fiesen Magier besiegt. Und können die Novizin befreien. Oh, Kiste. Ein Moment. Entschuldigung, da wurde ich gerade unterbrochen. Aber es hier geht jetzt direkt weiter. So, jetzt kämen wir zu der Novizin zurück, um sie zu befreien.
errettet. Sorgt euch nicht länger. Denn ohne das Gedankengefängnis kann ich nun von hier verschwinden. Ich werde Weston, weil der Kommandant Ramanta in Schönblick dient, von dieser Sekte berichten. Eine Sache noch. Ich hörte, wie der Schwarzpriester etwas vom silbernen Blut der Seraphim murmelte. Ob sich andernorts ein Seraphim in den Klauen dieser Sekte befindet? Jetzt erstmal unsere Level betrachten. Level 5. Zwei Fertigkeitspunkte, wieder auf Feuermagie und diesmal auf Meditation. Und ein Attributspunkt auf mentale Regeneration. Kombos können wir auch beim Kombo-Meister erstellen, wo wir dann zum Beispiel Attezeichen später. Jetzt hauen wir erstmal ab aus dieser stinkenden Gruft. Und es ist immer noch Nacht. Und hier ist ein magisches Versteck. Schwaches Adjutant-Reflex. Heiltränke, Halt, Lebensenergie, Antiota Viper, Halt Gift, ist erhöht hier Giftresistenz, Sog der Hölle, es gibt Monster, die zum Beispiel, wie zum Beispiel Skelette, wenn man sie einmal tötet, knien sie sich hin und stehen dann wieder auf, also muss man sie bis zu 3-4 Mal besiegen, und Trank des Mentors erhöht die, ja, EP, die man bekommt zum Beispiel 50% mehr EP. Wo müssen wir hin? Verschleppt? Jo. Wir danken euch im Namen des Klosters. Mögen die Götter eure Schritte lenken, wenn ihr auf gefahrvollen Wegen wandelt. Nehmt dies zum Dank. Oh, 420 Gold. Vielen Dank. Jetzt nochmal 54 Gold und... gucken wir erstmal beim Händler rein. 70 Gold. 66 Gold. Jetzt erstmal verkaufen. Ich entschuldige mich jetzt schon mal für die... oder für meinen PC. Er wird öfter mal so laut werden. Ich weiß selber nicht, woran es liegt. Wahrscheinlich am zu geringen Speicher. Was ich sagen wollte, mit Shift und Linksklick kann man die Gegenstände direkt verkaufen. Die Rüstung, Schutz 20 brauchen wir nicht mehr. Schutz 28. Dafür, dass da der Feuerball drauf ist, nicht. Defekte Axt nicht. Das nicht, das nicht, das nicht, das nicht, das nicht. Der Fernkampfwaffe kann ich ja mal zeigen. Und die Armschienen brauche ich auch nicht. Schuhe. Nee. Nein, das brauchen wir nicht mehr. Wir wollen Meditation. Aber was nochmal? Ich weiß es gerade nicht. Was brauchen wir noch? Schuhe? Handschuhe? Nein, das ist nichts für uns. Aber sonst brauchen wir nichts. Amulette finden wir selber noch. Diesen Preis sind die eindeutig zu schwach. Ich kaufe mir lieber noch mal zwei Heiltränke. So. Dann gehen wir mal zurück zum verschollenen Schmied. Und zwei kann ich die Waffen so wechseln und mit, ich weiß nicht, es gab irgendeine Tastenkombination oder irgendeine Taste, um die Kampffertigkeiten auch zu wechseln. Ich weiß auch nicht mehr, welche war. Ah, und da ist der Schmied. Ah, danke, die Maske. Klinge ist wahrscheinlich unbezahlbar.
sieh, wie das Metall mehrfach gefaltet wurde. Nur die Zwerge von Garazaza beherrschen diese Kunst besser. Also nochmals danke. Und meine Dienste als Schmied stehen dir nun zur Verfügung. Oh, wir haben Waffe bekommen. 42 bis 63. Ui. Waffenschaden magisch. Benutze ich nicht, weil ich nicht in den Nahkampf gehen werde. Ich benutze lieber den Zauber, den Feuerbonus. Jetzt haben wir auch die Möglichkeit, mit jedem Schmied im ganzen Land zu interagieren, wo wir Waffen oder Ausrüstungen verbessern können. Wie zum Beispiel Runen können wir auch einsetzen. Zum Beispiel, hier steht jetzt Chance Fluggegner zu binden, 10%. Was ich nicht möchte. Pro Schlag Gegner Leben absaugen, 3%. Das hört sich doch erstmal eigentlich ganz gut an, aber ich tausche das lieber gegen ja, meine eigenen Runen ein. Ja, was machen wir jetzt? Für König und Vaterland. Wir gehen zu dieser Brücke, unserer Hauptquest. Ich glaube, demnächst kaufe ich mir auch mal ein Pferd, damit ich mich schneller fortbewegen kann. Dazu müssen wir jetzt hier... Oh, ist das neblig. Dazu müssen wir hier runter. Okay. Gucken, was uns erwartet. Oh, die habe ich gerade. Oh, die habe ich gar nicht gesehen. Ups. Aber die greift mich aber nicht mehr an. Oh, die kann ich doch eigentlich auch. Und magisches Versteck. Zaumzeug. Das ist ja schön. Die bringt meistens Geld. Aber ich glaube, ich rüste jetzt mal eben die Waffe aus. Sehr schön. Geht doch erheblich schneller. Erstmal schön ein paar wehrlose Goblins abschlachten. Was gibt es so Schöneres? Am Anfang ist es immer ratsam, alles einzusammeln und möglichst viel Geld zu sammeln. Vor normalem Schaden bin ich nicht gefeit. Und wir haben schon wieder eine Rune bekommen, und zwar von der Waldelfe. Oh, wir sind schon in der Stadt angekommen. Und was uns in dieser Stadt erwartet... Stelle ich mich mal hier hin. Und was uns in dieser Stadt erwartet, das seht ihr im nächsten Part. Bis dahin, tschüss!